Was ist das Wichtigste in deiner Karriere oder allgemein im Fußball? Es ist, dass du Freude am Spielen hast. Wir sind 360 Football und willkommen zu diesem neuen Video über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wir sprechen hier auf diesem Kanal immer um die Leistungssteigerung, Trainingssachen, Ernährungssachen und. Was auch brutal wichtig ist, aber wir dürfen da nie vergessen, zentral ist die Freude an diesem Sport. Und vielleicht ist es bei dir gerade so, dass du ein bisschen die Freude verloren hast oder sie weniger geworden ist. Und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du damit umgehen kannst und wie du vielleicht auch die Freude wieder bekommst und mit weniger Druck spielen kannst. Denn wenn du keine Freude mehr am Spiel hast, dann ist alles andere zweitrangig. Egal wie oft du trainierst, wie gut du bist, wie stark du bist, wie schnell du bist, du wirst deine Leistung nicht abrufen können. Denn das Intuitive, das Leichte, das Natürliche kommt dann nicht hervor und du wirst dich tendenziell verkrampfen im Training, aber vor allem auch im Spiel und du wirst dann keine geilen Aktionen haben, sondern nur das Allernötigste machen und das möchten wir unbedingt vermeiden. Der erste Punkt, den ich dir unbedingt mitgeben möchte, ist, dass du dir bewusst bist, dass es geil ist, Fußball zu spielen. Du hast als kleines Kind schon gespielt, nur weil du Freude daran hattest, stundenlang. Und es gibt andere Leute, die in deinem Alter vielleicht schon gar nicht mehr spielen können, weil sie vielleicht einen Unfall hatten oder sonst irgendetwas passiert ist. Oder in ärmeren Ländern, weil sie vielleicht schon arbeiten müssen oder den Eltern helfen müssen. Und die meisten von uns haben hier die Möglichkeit, einfach Sport zu machen, Fußball zu spielen. Und das musst du schätzen. Und dann ist es auch nicht weiter tragisch, wenn du mal ein schlechtes Spiel hast, wenn du mal einen Fehler machst. Denn du weißt, es ist geil, du kannst Fußball spielen und das sollte immer, immer die erste Priorität sein. Genieße es, wenn du auf den Fußballplatz gehen kannst und einfach spielen kannst. Der zweite Punkt, sich vor jedem Training und Spiel dessen bewusst zu sein. Ja, es ist jetzt geil, ich kann jetzt Fußball spielen, ich kann nach draußen gehen, ich kann Sport machen, mich bewegen mit dem Ball. Ist doch richtig geil und nicht, oh, jetzt muss ich wieder trainieren, oh, das kommt ein Spiel. Du wirst es nämlich vermissen oder du wirst es übertrieben vermissen, wenn du es nicht mehr machen könntest. Oder auch wenn du älter wirst und andere Verpflichtungen hast, dann merkst du erst, boah, wie geil das eigentlich war. Und du solltest es jedes Mal bewusst genießen, denn dann wirst du auch eine viel bessere Leistung abrufen können. Das heißt, vor jedem Training, vor jedem Spiel, mach dir das richtig, richtig bewusst. Dann ein Bonustipp und das geht jetzt an die Eltern. Denn natürlich, viele wollen Profifußballer werden. Es ist ein schöner Traum. Ein paar wenige schaffen es und es gibt auch oft die Fälle, dass die Eltern das richtig pushen und das fast mehr wünschen wie das Kind selbst. Und dort unbedingt aufpassen als Eltern. Nicht zu viel Druck aufbauen, denn das führt sehr oft dazu, dass das Kind die Freude am Fußball verliert oder zumindest teilweise verliert. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt, wenn die Freude nicht da ist, kann man nicht richtig performen. Ja, vielleicht über mal ein, zwei Spiele, aber das wird langfristig keinen Sinn machen. Daher den Druck etwas zurückfahren, fördern, fordern, ja, aber keinen großen Druck aufbauen. Der dritte und größte Punkt, das ist eine Methode, die ich den Spielern auch schon mitgegeben habe und das funktioniert in vielen verschiedenen Dingen im Leben, ist folgendes. Oft ist ja das Thema so, dass Spieler auch die Freude verlieren, wenn sie Fehler machen auf dem Spielfeld, dann sich Druck machen, hektisch sind und das geht von Match zu Match weiter und wird tendenziell schlimmer. Was kannst du da tun? Sagen wir, ein Fehler passiert dir auf dem Spielfeld, du machst einen Fehlpass, es passiert vielleicht sogar direkt ein Gegentor. Dann zoome mal richtig raus. Also stell dir vor, du würdest dir selber vom Weltall oder von wo auch immer zuschauen. Du bist auf einem von x hunderttausenden Fußballplätzen am Sport machen und du machst dort einen kleinen Fehler. Was würdest du dir selber zurufen oder was würdest du von dir selber verlangen? Du würdest von dir verlangen, dass du genau gleich weitermachst, denn es ist nur Fußball, es ist ein Sport
Und wenn ein Fehler passiert, dann möchte ich ja wieder positiv drauf reagieren. Und du würdest auch denken, ah, ist doch scheißegal, passiert ein Fehler, es geht weiter, es ist Fußball, genieß doch das Spiel und versteck dich jetzt nicht. Also bei all diesen schwierigen Situationen einfach mal das Ganze, das Gesamtbild anschauen, rauszoomen und sich dann denken, ja gut, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, aber ich bin gesund, ich bin am Fußballspielen, ich habe ja alles, ich kann alles machen. Und dann ist das Ganze wieder weniger schlimm und man kann sich wieder auf das Nächste fokussieren. Ein ganz wichtiger Punkt, und das kannst du dir auch vor dem Spiel, vor dem Training, nach dem Spiel, nach dem Training immer wieder einprägen, damit du auch den Druck von dir nimmst und einfach wieder dich darauf fokussierst, Spaß am Ganzen zu haben. Wenn du also in diesem mentalen Bereich ganz allgemein Mühe hast, dann kontaktiere uns. Wir können dich auch mit zertifizierten Mentaltrainern im Fußballbereich vernetzen, die top, top, top sind. Die können dir da helfen. Also gerade wenn es ein sehr großes Thema bei dir ist, da hatten wir auch schon einige Fälle und die konnten die ganze Karriere wieder, also diese Negativspirale, wenn man keine Freude mehr hat mit dem Druck und, konnten die wieder umkehren und sind jetzt wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Das heißt, das kann sich lohnen. Das sollte nachher auch unten in der Videobeschreibung stehen und sonst uns einfach kontaktieren. Und ansonsten, ja, kommt auch zu uns im Training, weil bei uns machen wir das ganze Training ohne Druck. Wir fordern, wir geben Vollgas, aber bei uns ist wirklich ein Ort, wo man auch Freude haben kann und wir auch ein paar Faxen machen zwischendurch. Und das kann auch extrem helfen. Für das auch unten in der Videobeschreibung schauen, sowie auch für unser Trainingsprogramm, dass wir dich begleiten, dass wir dich motivieren, pushen, aus der Distanz, dass du das nächste Level erreichen kannst. Das gibt es so in dem Stil nicht. Das wird auch limitiert sein. Von dem her, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, mit uns so zusammenzuarbeiten, dass man zum Beispiel sagt, jetzt möchte ich ein Jahr lang richtig Gas geben und ja, deine Karriere auf das nächste Level bringen oder dein Spiel auf das nächste Level bringen. Ja, für das sind wir da, für das geben wir jeden Tag Gas und wir möchten, dass auch du einfach Gas gibst mit einem guten Mindset überall im Leben. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und diese Punkte helfen dir, mit der ganzen Situation umzugehen. Dazu, was sagen wir noch, so normal bei YouTube natürlich, das Video liken für den Algo, kommentieren, abonnieren, die Glocke unbedingt auch aktivieren, dass du solche Videos immer gleich siehst und dann immer wieder 1% besser wirst. Ja, wir werden da viel Content liefern, dass du immer wieder besser wirst in verschiedensten Bereichen. Das gehört auch dazu. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vamos!